In den frühen Morgenstunden des Mittwochs gegen 3.15 Uhr meldete eine Zeugin den Brand eines motorisierten Lastendreirades im Bereich des Kreisverkehrs Schleifmühlchen in Siegen. Das zu Werbezwecken genutzte Fahrzeug stand in Flammen. Die zeitnah am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet um Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen.